Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen geangelt und ich will mal kurz hier bei dem Händler vorbeifahren und haben Baumrinden verkauft. Kontostand ist nach wie vor null, weil wir auch unseren Onkel ein wenig ausbezahlt haben. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Däumchen. Wir sind noch bei Kapitel 2. Geschäftspartner, wir werden unseren Onkel ausbezahlen. 12.995,29 € haben wir schon bezahlt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Mahlzeit Jack, moin, Grüße. So. Was verkaufst du? Oh, dies und das, von jedem etwas, du weißt schon. Werkzeug, ach, wieder falsche angeklickt. Aber wir haben Sozialpunkte gesammelt. Was bietest du in deinem Laden an? So, wir gucken mal, was er hier hat. Also, Schaufel und so weiter, hat man ja schon mal gesagt. Ja, vielleicht kaufen wir uns das trotzdem mal irgendwann. Hat er sonst noch irgendwas? Irgendwie Rezepte oder so? Nee, hat er nicht. Okay. Das heißt, macht keinen Sinn. Mach's gut. Wir fahren jetzt mal zurück und werden uns ein bisschen wieder um, ja, die Holzproduktion kümmern. Wir werden dann immer mal wieder ein bisschen was verkaufen. Spanplatten, glaube ich. Müssen mal gucken, wie viel wir da haben. Holz muss auf jeden Fall noch trocknen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterfahren, fahren wir mal kurz zum Hof und tanken einmal kurz unseren Traktor. Den können wir nämlich hier tanken. So. Tanken. Sehr gut. Das müsste wieder fast voll sein. Ja, nicht ganz. Aber die Tanke hier ist auf jeden Fall leer. Dann fahren wir den Trailer mal wieder darunter. Und werden dann gleich mal schauen, ob wir irgendwas in der Küche noch verarbeiten können. Und wenn nicht, ja, machen wir einfach was anderes. Gibt ja immer was zu tun, ne? Ihr wisst es ja. Ich lasse den jetzt mal nicht hier auf den Trigger da stehen. So. Wir holen schon mal den Holzanhänger. Den brauchen wir nämlich. Da haben wir auch ein bisschen Holz letztes Mal mitgebracht. Ja, hier trocknet soweit alles. Da bin ich ja auch mal gespannt. Also das wird ein großer Zahltag, glaube ich, wenn wir das abliefern. Da vorne ist ja der Trailer. Da werden wir gleich noch ein paar Bäume fällen. Aber vorher werden wir einmal in der Küche vorbeischauen. Zu gucken, was wir denn da machen können. Ich fahre jetzt erstmal hier zu unserem Forstgebiet hier. Da haben wir schon einiges abgeholzt. Ein paar Bäume stehen noch da. Die können wir auf jeden Fall uns auch noch gönnen. Müssen wir einfach mal gucken. So. Ja, schon wieder fast Wochenende, ne? Heute ist wieder Donnerstag. Und ja, die Zeit rennt. Die Zeit vergeht. Ja, wenn ihr Lust habt, Leute, heute Abend, ne, wieder Livestream auf Twitch. Erst Hof Bergmann ab 16 Uhr bis 19 Uhr circa. Und dann geht's los wieder mit der Feldversuch. Erst 19 natürlich alles. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. So, guck mal, jetzt können wir den Holzanhänger hier schon mal stehen lassen. So, das sind ja unsere Bäume hier. Wir gucken mal kurz. Jo, das sind alles unsere Bäume hier. Die können wir alle noch fällen. Das machen wir dann auch. Aber wir werden jetzt erstmal, huch, Reh, erstmal in unsere Küche gehen, um zu schauen, ob wir da vielleicht irgendwie was verarbeiten können. Ja, und dann die ganzen Erzeugnisse aus dem Gewächshaus und so weiter. Später können wir auch noch Tiere halten, das geht halt auch noch nicht. Das kommt dann noch mit den jeweiligen Updates, denke ich mal. Huch. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken mal, ob wir irgendwas verarbeiten können. Benutze Küche. Ah, guck mal, wir können Fisch in Soße. Können wir den auf jeden Fall verarbeiten. Was gibt's noch? Kochbücher. Honig-Eiscreme. Oh, das ist ja geil. Milch brauchen wir. Ei. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können hier? Oha. Einzigartige Rezepte habe ich noch nicht. Und Kräutertränke. Guck mal, die können wir auch machen. Ah, deswegen meintet ihr wahrscheinlich, dass wir die... Ach, guck mal, Honig. Das heißt, wir können Kräutertränke machen. So, Fuchstrank. Nummer 2.
Zack, okay. Dann können wir noch Fisch in Soße. So. Können wir auch gleichzeitig noch Fisch in Öl machen? Hat das was mit den Fischarten zu tun? Wir gucken mal. Ja, Fisch in Öl geht auch noch. Aha. Sehr interessant. So, da haben wir ein paar Sachen hergestellt. Ja, hier in unserer schicken Küche. Da können wir ein paar Sachen vielleicht sogar verkaufen. Schauen wir mal. Laufen wir nochmal zu Jack hoch, ne? Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was dafür. Ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben. Und ich habe auch vorab wieder ein bisschen aufgenommen, sodass ich, weil ich am Wochenende unterwegs bin, nicht alles an mehreren Tagen aufnehmen muss. Deswegen, wenn ich auf die Kommentare jetzt nicht direkt eingehe, in den Folgen, ja, das mache ich dann immer in der nächsten Woche, liegt es daran, dass ich das ein bisschen vorab aufgenommen habe, um es halt ein bisschen besser zu managen. Um euch halt auch alle zwei Tage hier eine Folge zu bringen, genau wie bei Hof Bergmann und so weiter. Bei allen anderen auch. So. Hallo, willkommen in meinem Laden. Ja, Mahlzeit, Jack. Da bin ich schon wieder. Was bietest du in deinem Laden an? So, wir gucken mal. 80 Euro, 9 Euro noch was. Das lohnt sich auf jeden Fall, ne? Also wenn wir das verkaufen. Guck mal, das sind 28 Euro verkaufen. Das sind 26 und Kräutertränke bringt 80. Die Frage ist natürlich, jetzt haben wir schon wieder 215 Euro. Muss ich da schauen bei den Händlern, wo ich es verkaufe, oder ist das vollkommen randommäßig egal? Bekomme ich überall das Gleiche, Leute? Das wäre mal so meine Frage, weil ich glaube, wenn wir Lilly, glaube ich, diese Kräutertränke bringen würden, dass die uns mehr zahlen würde. Das weiß ich aber aktuell nicht. Kann ich leider nicht sagen. Das ist mal so eine spezielle Sache, ne? Naja, wollen wir mal gucken. So, laufen wir mal wieder zu unserem Forstgebiet rüber. Und werden noch ein wenig Holz machen. So, beziehungsweise Holz fällen. Jetzt nehmen wir mal wieder unsere schöne Kettensäge hier. Ich glaube, der fällt nach vorne immer weg, ne? So. Wir werden noch ein bisschen Holz hier wegmachen. Wir werden das Ganze entästen und dann rüberfahren zu unserem Sägewerk. Ich denke, dass wir dann vielleicht in der nächsten Folge dann mal wieder einen Auftrag machen können. Gibt es ja einige Aufträge hier. So, dann machen wir mal die Äste weg. Zack. Weil Äste sind hier reichlich dran. Wir haben ja verschiedene Baumarten hier. Da können wir schon zerteilen. Ist schon soweit. Hier können wir schon aufheben. Hier können wir schon mal verteilen. So. Der Baum ist soweit gefällt. Dann nehmen wir mal den großen hier. Ja, aufforsten, wie gesagt, können wir erst mit Kapitel 3. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Da müssen wir erst die 250.000 für unseren Onkel quasi einfahren. Und wenn wir die haben, dann können wir auf jeden Fall dann das Ganze auch dann fertig machen. So, auch dieser Baum fällt. Oh, der ist wieder ein bisschen größer. Ja, guck mal, guck das Reh. Huch. Der macht hier unsere Wälder kaputt. So nach dem Motto. So. Einmal. Ja, jetzt ist von der Performance wieder schwierig. Gerade eben, weil es wahrscheinlich so ein großer Baum ist. Deswegen werde ich gleich erstmal keinen weiteren fällen. Ich glaube dann, wenn die Äste weg sind, dann geht es da meistens bei diesen großen Bäumen. Ist halt immer ein bisschen tricky. So. So, jetzt zerteilen wir den Baum wieder hier. Wo ist er? Oh, mal gucken hier, dass wir das Ganze auch wieder zerteilen können. Es ruckelt ein bisschen, ne? Seht ihr auch gerade, glaube ich. Große Sorry dafür, aber es liegt halt wirklich an dem Game. Weil, wie gesagt, sagte ich ja schon mal, bei solchen Spielen wird die Performance natürlich immer erst bei jedem Spiel
zum Ende geregelt. Es ist ja Early Access. Deswegen, da ist noch nicht alles perfekt. Es kann auch manchmal das ein oder andere nicht klappen. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr zum Beispiel bei einem Auftrag 1 Million Punkte bekommen habt. Das gleiche kann euch umgekehrt passieren, dass euch Punkte abgezogen werden und so weiter. Es ist noch nicht perfekt, es ist natürlich noch Early Access. Das muss man immer berücksichtigen. Jetzt haben wir wieder den Mist hier. Das muss man immer berücksichtigen, deswegen kann es immer dann noch zu kleinen Fehlern führen, da es nicht optimal läuft. So, da sind wir jetzt hier soweit ready und ich würde sagen, wir fällen jetzt erstmal keinen weiteren Baum, sondern laden den jetzt erstmal wieder auf. Sodass wir hier auch dann wieder unser Sägewerk befüllen können. So. Zack, da haben wir es. Sehr gut. Das läuft dann wieder. Da werden wir die Spanplatten auf jeden Fall auch nochmal verkaufen in einer der nächsten Folgen. Da werden wir einen Auftrag machen. Weil Aufträge hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gezeigt. Gibt es auf jeden Fall wieder genug. So. Vielleicht mal ein bisschen warten immer, bevor ich hier weiterfahre. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. So, dann kriegen wir die großen Stämme hier noch alle weg. Wir gucken mal. Zumindest einen könnten wir noch am Haken nehmen. Ja, das passt, glaube ich. So. Müssen wir doch wieder zweimal fahren, ne? Ach, verdammt. Egal. So. Fahren wir da mal rum. Ladungssicherung natürlich, wie immer, tipptopp 1A. Man kennt es. Wenn wir den ganzen Kram jetzt hier mal ausladen. Ich weiß gar nicht, könnte man die Grundstücke nicht auch wieder verkaufen, wenn man die, wenn man das Holz darunter geholt hat? Ist natürlich nicht die feine englische Art, aber ob das funktionieren würde, um ein bisschen schneller an Geld zu kommen. Weil dann würden wir das Geld von dem Grundstück immer wieder bekommen. Und gleichzeitig dann noch die Bäume, ne? Also den Ertrag von den Bäumen. Wäre aber schon ein bisschen cheaten, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, wie ihr das seht. Aber wir müssen ja diese 52.000 irgendwie erwirtschaften. Und das wird sich auf jeden Fall nochmal hinziehen. Ich denke, dass wir auf jeden Fall viel Geld mit dem Gewächshaus dann verdienen werden. Wenn das dann Ganze dann fertig ist. Das können wir dann weiterverarbeiten. Vielleicht sollten wir uns auch noch auf die Suche begeben, weitere Kochbücher oder einzigartige Rezepte zu finden, sofern es die schon gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Ist natürlich immer so die Sache. So. Jetzt sammeln wir noch diesen kleinen Baum da auf und dann sind wir auch soweit ready. Beziehungsweise, ich glaube, wir können sogar noch einen großen Baum fällen, den dazu packen. Weil ich glaube, ansonsten lohnt sich die Fahrt gar nicht. So. Laden wir erstmal den kleinen Baum auf und dann werden wir, glaube ich, noch einen Baum fällen, den wir dann auch noch quasi mitnehmen werden. So, jetzt müssen wir einmal kurz positionieren hier. Fahren wir einmal kurz rum. So. Fahren wir da mal vorbei. Baumstümpfe und so weiter können wir noch nicht wegmachen. Wie gesagt, da müssen wir erst das dritte Kapitel schaffen, auch aufforsten. Geht erst mit dem dritten Kapitel, leider. Ja, aber von nichts kommt halt nichts, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir natürlich auch das Geld dann auf kurz oder lang dann auch verdienen. So, den können wir hier hinfallen lassen. Stamm aufnehmen. Fallen lassen. Läuft. So, steigen wir nochmal aus. Holen nochmal unsere Kettensäge. Ich würde sagen, den Baum nehmen wir auch nochmal mit hier. So. Jo. Den nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Dann essen wir den, zerteilen den und werden den dann auch nochmal aufladen und verladen. Und in der nächsten Folge werden wir dann einen Auftrag wieder machen. Timber! Da fällt der Baum. Oder Baum fällt. Schreibt man.
glaube ich. Ja, Baumfeld. Wie auch immer. Timber ist, glaube ich, von Echo. Auch ein cooles Spiel auf jeden Fall. Habe ich auch eine ganze Zeit gespielt. Macht auch sehr viel Spaß, aber braucht man halt sehr viel Zeit für. Und Zeit haben wir nicht. Warte mal. Da auch nochmal entästen. Das passt auch. Okay. Dann hier auch nochmal. Zack. Zack. Da auch nochmal. So, sieht schon mal ganz gut aus. Jo. So, jetzt haben wir alle komplett hier getrennt. Packen das Ganze mal wieder weg. Und laden jetzt mal die großen Bäume hier wieder auf. Oder auch kleine Stämme. Wir haben ja große Stämme, kleine Stämme. Wir haben ja alles mit dabei hier. Wupp. Das packen wir mal dahin. Fahren wir mal dieses kleine Stück noch hoch. So. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Manchmal bin ich ein bisschen zu schnell, ne? Ihr seht das. Muss ich die nochmal aufnehmen. So, jetzt. Einfach warten. Ich fahre da manchmal ein bisschen zu schnell los. So. Fix gewartet. Und den Stamm, den können wir gleich dran lassen. Dann brauche ich den gleich nicht mehr aufnehmen. So, dann werden wir jetzt nochmal ein bisschen Holz dort abliefern. Da wird dann wieder fleißig was Neues produziert. Also Bretter werden produziert. Und dann gibt es noch wieder Baumrinde und viele andere Erzeugnisse. Hier haben wir auch noch Holz. Das können wir auf jeden Fall, glaube ich, mal wegpacken. So, dann werden wir das gleich nochmal abladen. Und wichtig ist, Leute, wenn ihr was abgeladen habt, oder abgeladen habt hier beim Sägewerk, immer aus dem Trigger wegfahren. Ansonsten ladet ihr irgendwann euren Spielstand und der liegt hier im Wasser. Ach, guck mal, da wird das Holz schon verarbeitet. Schon mal sehr gut. Ne, immer raus hier aus dem Trigger. Am besten daneben oder so. Hup. Einmal. So. Durch die Dicke der Bäume ist natürlich auch die Anzahl der Bretter oder der Verarbeitung her auch immer unterschiedlich. Was ich persönlich auch sehr cool finde und dass nicht jedes, jeder Baumstamm quasi immer gleich viel Erzeugnisse bringt. War mir am Anfang auch nicht bewusst, das hattet ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Vielen lieben Dank auch dafür. Und ihr feiert das Spiel halt immer noch. Das ist halt ein richtig cooles Spiel, es macht halt sehr viel Spaß. Es ist jetzt dieser Schritt vom zweiten in dritten Kapitel, ja, es ist halt sehr, sehr langwierig. Aber Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. So, dann haben wir jetzt hier soweit alles fertig. Die Baumstämme treiben jetzt hier rüber. Da werden natürlich schon einige verarbeitet. Wir haben, denke ich mal, auch schon wieder einiges an Bretterpaletten dort. Wir schauen mal gerade. Da wird wahrscheinlich schon wieder einiges liegen. Jo. Da müssen wir dann auf jeden Fall gleich noch wegfahren. Und ich würde sagen, Leute, das war's erstmal wieder heute hier mit einer Folge, ja, zu Lumberjack's Dynasty. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.